Was ist denn hier passiert? Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, aber anders wären wir jetzt nicht hier durchgekommen. Aber wir wissen auf jeden Fall, wir sind stark lang. Scheiße. Ja, wir brauchen Feuer. Warte, da oben. Wir haben Feuer da oben. Ach du Heilige. Wo kommt die denn alle her? Als ob die alle so unterirdisch das Leben. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Was können wir jetzt machen? Ich hab ja... wir haben ja keine Fackel. Gibt's hier noch Holz? Holz? Holzstöcke? Stöcke? Stöcke? Gibt's hier irgendwie Stöcke? Kann ich das hier mitnehmen? Nein. Oh, warte. Oh, mein Gott. Sind sie alles tote Tiere? Also alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaub, mir wird schlecht. Ratatouille? Nee, Stevie, also... irgendwie nicht so. Also nicht die gute Art von Ratatouille. Okay. Jetzt ist die Frage... Nee, warte mal. Wir machen erstmal die Kiste auf. Kiste ist wichtig, weil... Blut. So, wo müssen wir denn danach lang? Ah, ich sehe schon, wo wir lang müssen. Das ist ja mal gar nicht so toll. Gehen wir. Ja. Geh weg. Hm, komm schnell. Mach doch das Feuer ab. Jawohl. Neuer Stock, neues Glück. Los, nochmal. Ich weiß nur nicht, wo ist das nächste Feuer? Ey, diese Stöcke, die verbrennen aber auch super schnell. Okay. So, jetzt sind wir erstmal hier. Gut. Nicht vergessen. Okay, und jetzt können wir den Wagen nehmen. Oh. Aber das ist natürlich jetzt gemütlich, ne? Also mit dem Wägelchen. Kann ich ihn auch lenken? Also geht. Oh ja, kann ich sogar. Komm schon. Fast geschafft. Amicia. Warum ganz viele Remis. Schweine getötet. Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Oh, das ist natürlich. Das ist eine gute Theorie. Ist ah, Schweine so getötet, schwer. Damit die Ratten hier bleiben? Ich. Nicht. Ey, jetzt aber nicht aufgeben auf den letzten Metern. Komm, zieh durch, kleiner Mann. Du schaffst es. Okay, wir haben es geschafft. Nice. Geschafft. Wir haben es geschafft. So, sind wir hier auch safe, Hallo, oder? Laurentius! Sch, Hugo. Aber was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Verschlossen. Hier kommen wir nicht wir rein. Wir müssen da irgendwie rein. Was haben wir denn hier noch so? Okay, aber hier sieht's aus, als ob wir erstmal sicher sind. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Haben wir noch eine kleine Lootbox? Die nehmen wir natürlich mit. Können wir hier rüber? Das Pferd! Die Ratten müssen hier gewesen sein. Oh no! Armes Pferd! Ach du Scheiße. Okay. Sieht ja gar nicht so toll aus. Ah. Hier geht's hoch. Lass mal hier nochmal ganz kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwas, was wir eventuell mitnehmen könnten? Aber nein. Kletter hoch. Mhm. Und du hinterher? Weil da oben gibt's bestimmt noch schöne Sachen. So wie Stoff oder Alkohol oder was auch immer.
Oh, hier komme ich raus. Okay, hier gab es gar nichts. Gibt es dann auf der anderen Seite was? Das nächste Mal sollte man vielleicht erstmal den kürzeren Weg gehen, bevor man den langen geht. Ja, natürlich ist hier wieder was gewesen. Steine. Aber, ja. Was haben wir hier? Aha. Hier sind wir einfach nur... Können wir von hier eigentlich hier runterhüpfen? Geht das? Nein. Nein. Das heißt, wir müssen also die Leiter wieder runter. Okay. Na gut, dann gehen wir die Leiter wieder runter. Folge mir. Natürlich. Natürlich. Oh, was ist denn das hier? Was ist das? Ist das ein Geheimgang? Was ist diese Tür? Können wir diese öffnen? Da unten geht es auf jeden Fall noch weiter. Ah, da kommen wir bestimmt später noch. Das war nur für die schöne Aussicht. So. Gut, die Aussicht ist natürlich. Vor allem hier, das zerstörte... Siehste, können wir mal gucken gehen? Die zerstörte Windmühle. Was machst du denn? Es ist so dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Ja, dann wollen wir doch da lieber nicht gucken gehen. Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. Okay. Wollen wir eigentlich schon mal was wiederherstellen? Nein. Okay. So, drüben haben wir noch eine Hütte. Hier kommen wir nicht rein. Aber wahrscheinlich müssen wir hier rein. Aber schauen wir mal. Oh, ein Pferdchen. Oh, du lebst hier noch. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Und heute Hühn. Und ein kleines Schweinchen. Können wir hier rein? Nein. Okay, das heißt, wir müssen schauen, dass wir in dieses Haus hier kommen. Ich gehe mal davon aus, dass die Tür auch verschlossen ist. Aber wir haben ja hier ein Fenster. Verschlossen, Hugo. Kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Sehr gut. Gut. Eine Werkbank. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Ja, der hört sich aber nicht so gesund an. Alter. Der sollte nicht so viel rauchen. Okay, der ist hier oben, hä? Junge. Oder auch nicht? Okay, welche Tür gucken wir uns zuerst an? Ich sag mal die hier. Hallo? Diese Zeichnung. Was soll das sein? Wirklich hübsch. Okay, den können wir nicht mehr mitnehmen, den Steinhaufen. Dann gehen wir mal hier gucken. Wer seid ihr? Natürlich, Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Aber warum? Ein Übel. Ein altes Übel. Fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Okay. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr
Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Was? Was ist denn jetzt ein Ignifer? Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Ja, so wie du ihn jetzt gerade behandelt hast, wundert dich das, dass der jetzt so reagiert? Also, hallo? Ich werde. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Ja, gleich. Oh nein. Ich muss hier nochmal kurz was gucken. Was sollen wir jetzt tun? Ich glaube, der redet nicht mehr mit uns. Leider. Sie sind hineingelassen. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Ja gut, da finden wir auf jeden Fall was. Aber sie fürchten sich vor dem Buch. Die Laternen. Schön in Ordnung. Los. So. Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Jetzt ist er pissig. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Ja, ich würde sagen, nein. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Und einen dezenten Streit. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Das ist eine gute Frage. Rüberhüpfen bringt nichts. Hier oben haben wir nichts. Können wir eventuell... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Nee, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Ich würde sagen, nein. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Schweinchen weiß jetzt nicht, was ihm blüht. Ist gar nicht mal so schön. Und jetzt? So ist es gut. Und gut kam, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Ja, und weiter? Was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt einfach raus, oder was ist los? Als ob das ausreichen sollte. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Oh, warte mal. Hier ist Loot. Hab ich ja vorhin fast übersehen hier. Tja, hallo? Gar nicht gut. Du zuerst. Warum haben wir nicht gleich die Leiter genommen? Achso, nee, wir müssen ja wieder runter. Scheiße. Das heißt, wir haben jetzt das Schweinchen geopfert? Ah, das Licht. Ja. Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Oh nein. Oh nein. Okay. Das war jetzt gerade mal gar nicht so gut. Kannst du mal aufhören, mir in die Latiste hier zu fliehen? Nein, Amicia, was machst du da? Es geht nicht anders. Entweder das Schweinchen oder wir. Doch noch. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Ich hätte es auch gerne anders gehabt, aber es... Kommt! Hier rüber! Geht halt nicht anders. Aha! Armes Schweinchen! Ja. Leider ja. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister, vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Lukas! Ich würde dir gerne etwas zeigen.
Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Hab ich. Die müssen hier irgendwo sein. Hab ich. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Hab ich Alkohol und Schwefel. Hab ich doch im Inventar. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Du kannst das jetzt irgendwie herstellen. Tabulator gedrückt halten, um die Auswahl aufzurufen. Okay. So, es ist... Oh, oh, Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifa, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Oh, geil. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Ja. Die werden dir nützlich sein. Ja. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Ja, na klar. Ja, kein Problem. Ratten! Zurück! Das Ignifa! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen die Flammen nicht ins Gesicht. Wollen wir dann noch irgendwo Glut? Nee. Brauchen wir nur die Leiter. Kletter hoch. Oh. Aber wenn wir andere Geschosse herstellen können, können wir auch so Explosivgeschosse herstellen? Das wäre geil. So für die Gegner. Ja, das moin. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Ja, guck mal, haben wir doch gut gemacht. In Ordnung. Los, komm! Lass mich! Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein! Amicia! Die Lichter sind aus! Nein! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeld! Scheiße! Tu doch was! Wir müssen weg! Jetzt! Meister! Hey! Halt! Wir brauchen dich! Seht! Das Pferd! Wir müssen hier weg! Hugo! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Ja, dann komm! Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? So zum Fluss! Oh Gott, was ist mit dem Pferd passiert? Oh, wohin jetzt? Wohin? Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los! Ja, jetzt müssen wir aber warten, bis das hier die Mühle, ne? Jetzt. Hier ist kein Licht. Hier haben wir richtig Probleme. Das ist nicht gut. Oh Gott, ist das laut. Hotty, Hüpf und Kano. Haha. Gegen das Wasser könnt ihr nix. Nix machen könnt ihr. Oh Mann. Die Beute der Raben. Das Spiel ist immer wieder so spannend, ja. Aber wir haben jetzt auch schon wieder einen Verlust. Was ist mit dem Lulilu? Der ist jetzt da weggebrannt. Ist doch gar nicht gut. Aber dafür haben wir einen neuen Kumpel, Lukas.
Lukas? Ja? Was hat er? Du musst auch mal loslassen. Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur Chateau? Die Frösche, Hugo. Frösche! Ich verstehe die ganze Zeit Château am Arsch. Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Folge dem Aquädukten. Na gut. Ja, renn doch nicht so weit vor. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ja. Auf jeden Fall. Aber er rennt natürlich wieder vorne weg, ne? So wie die Kinder eben halt sind. Ne? Tschüss. Haps, haps, haps. Was? Achso, wegen dem Frosch. Hugo, wo willst du hin? Warum ist er denn jetzt auf einmal so flott unterwegs? Hugo! Bleib doch mal hier! Er bleibt nicht hier. Natürlich. Er rennt einfach los. Na klar. Hey, oh, was hat er denn? Ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Er lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg, das ist nichts für Kinder. Spielverderberin! Los, weiter! Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Ah. Ja, aber wenn da so ein Schild war, dann... Weiß ich nicht, ist glaube ich dann nicht so sicher hier oder so, vielleicht? Mal ganz kurz hier oben gucken. Scheiße, der Kleine, warum rennt er denn so weit weg? Ich will doch einfach noch mal ein bisschen hier erkunden und so. Hey, was macht ihr da? Ja, wir gucken woanders kurz, weil, ne, Umgebung und so auschecken. Und Loot. Ich verpasse uns hier guten Loot. Okay, jetzt ist wenigstens Ugu wieder bei uns. Achso, hier hätten wir auch hochgekonnt. Lol. Okay. Aber dass wir da so eine Kiste gefunden haben mit Pfeilen, macht mich auch so ein bisschen... Ist auch nicht so schön. Aber gut, wir ignorieren das mal. Was ist das? Schwefel. Das stinkt. Es kommt von da drüben. Was? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Hat den war noch bei uns an der Hand. Ist ja Lukas, kommt schnell her. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld, klar. Ist auch gar nicht unangenehm. Oh mein Gott. Amicia, Alter, wie viele? Müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Oh Gott. Das ist ja mal gar nicht so toll. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Glaub nicht mehr, aber... Das ist auch nicht so schön.
Ich würde gerne mal hier so gucken gehen. Aber... ich weiß nicht. Das ist irgendwie... seltsam. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Oh Gott. Ist hier noch Loot? Schätzt ihr noch Loot? Ich werde jetzt nicht unbedingt hier überall gucken. Oh, ich wette, ich habe hier so... Oh Gott. Es ist einfach nicht hübsch. Also... das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Können wir das hier so umgehen? Also... Oh nein! Die Ratten! Bleib weg von ihnen! Amicia, sie sind überall! Hunderte von ihnen! Scheiße! Das darf doch nicht wahr sein! Nimm doch! Okay, kannst du nicht. Ja, warte. Wir können noch... Können wir herstellen? Geht das? Nee, warte. Falsche Taste. So war das. Okay. Also, jetzt haben wir wieder Ratten am Start. Meine Fresse. Warte, wir können aber hier nochmal kurz den Loot einsammeln. Sehr gut. So, hier liegt auch noch ein bisschen was. Sagen, warum kann ich das jetzt nicht auswählen? Los, lauf! Okay. Da drüben sind Leute. Wir haben das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich um zu überleben. Genau wie wir. Seitdem kann ich nicht schießen. Ist jetzt gar nicht so gut, aber ich kann das hier hinschießen. Ich kann wieder nichts aufnehmen. Warte mal, kann ich noch was anderes herstellen? Geht das? Ja! Ja! Finde zum Aufwerten. Nein! Warum steht denn da Finde zum Aufwerten eine Werkbank? Du Heinrich! Habt ihr hier eine Werkbank? Zufällig mitgebracht? Kannst du mir helfen? In Ordnung. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Du hast nur noch vier Ecken, ja. Was? Warum soll ich jetzt Q drücken? Hugo. Hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Ja, aber lass doch kurz los. Okay. Nee, warte mal. Ist ja falsch. Wie kann ich das jetzt abbrechen? Okay, so. Shit. Weil das kann ich nicht entzünden, ist ja Holz. Aber das da kann ich entzünden. Also manchmal bin ich aber auch... Also manchmal bin ich aber auch richtig dämlich. So, jetzt nochmal. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Gut. So. Aber jetzt kann Hugo dahin und so ein Holzding holen. Alles ist gut. Geh jetzt. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft! Dann nimm gleich zwei, drei mit! Jetzt komm zurück! Okay, dann nimm einen mit! Hier, bitte! Au, meine Arme! Sie sind wie gelähmt! Gib mal her! Gut gemacht, ihr beiden!
Scheiße. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Aber gut, wir machen es jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Duckt euch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Die Laterne der Gegner können mit einem gezielten Schuss deiner Schleuder gelöscht werden, was den Gegner den Ratten ausliefert. Was ist das? Was? Tschüss. Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Es war ja ganz gut. Da kannst du sagen, was du willst. Effektiv. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Na. Mal da drüben haben wir einen Wagen. Den machen wir jetzt hier erstmal startklar. Kommt trotzdem noch nicht rüber. Das ist nicht gut. In den Turm. Da ist Licht. Ah. Okay. Oh, fuck. Wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Okay. Wiedersehen. Ja. Sieht nicht so gut für dich aus, hä? Oh, eine Werkbank. Ich kann meine Schleuder verbessern. Jawohl. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Sehe ich auch so.